Für die inhaltliche sowie technische Umsetzung der Wahlwerbespots sind die jeweiligen Redakteure verantwortlich. Rocket Beans TV distanziert sich von allen Aussagen. Yeah. MC René. MC René. Yeah. Ich lauf durch die Welt. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Wer schätzt es, vernetzt es, Tessis und Texas. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Wer schätzt es, vernetzt es, Tessis und Texas. Straßenlaternen, die den Nachthimmel entfernen. Beobachte Menschen, wie sie voneinander lernen. Stadt leer, mitten im Kern, Marktplatz, Flair. Tiere, die sich von Resten aus Tonnen ernähren. Komm näher, weit weg ist Szenerie. Führe die Regie für immer der MC. Zimmer wie, spüre Energie. Figo Beats, Film, Musik, meine Kritik überwiegt. Was für ein Gefühl, wenn man die Menschen wieder sieht. Verschleierte Augen durch den Glauben, Menschen trauben, Männer und Frauen. Zurück zum Raum, Rückzugsort, Tracks bauen. Glasige Netzhaut, ich habe Durst. Muss zum Wasser angehen, mir ein Wasserglas nehmen und das Wasser andrehen. Auf dem Weg noch die Ideen, Schluck fürs Leben, Handheben, Tantiem, Antisystem. Never for the fame, ich bleib clever, ey, aber der Rauch vom Straßengrill brennt wie Pfefferspray. Tage vergehen im Flug, zolle Tribut an die Kultur meiner Vorfahren als Teil meiner Natur. Euphorie, Vitamin D, ein Teil von mir bleibt für immer hier. Was ich nicht missen will, weiß ich erst hinterher. In jeder Phase meines Körpers, Adrenalin genieße Zeit mit Whisky auf Marokko und Tajin. Frischer Abendwind beruhigt mich, ich höre den Muezzin. Bin genau da, wo ich sein will, ohne mich zu verlieren. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Wer schätzt es, vernetzt es, test es und text es. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Wer schätzt es, vernetzt es, test es und text es. Ich atme ein. Ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus, ich laufe links, rechts oder geradeaus. Ich erinnere mich so gerne zurück an die Zukunft, gegen die Vernunft, Hip-Hop-Kunst als Zuflucht. Wenn ich in die Booth komm, sing ich dir ein Blues-Song am Gar, de Voyage in Casablanca, bis der Zug kommt. Relax im Gepäck, Cash auf Cash, auf nach Marrakesch, Wohnung gecheckt, Hood-Life, Außenbezirk, ungestört, wo man keine Autos mehr hört, viel weiter als wir dachten. Bis dahin, wo es laut wird, halb so wild, wir waren gechillt. Kurz vor McDo, Fotosession vor dem Autobahn-Chill. Walken für Fitness, es wie ein Tag am Mäh, sehe dreckige Köter mitten im Straßenverkehr, yeah. Weiße Schimmel auf steinigen Straßen, scheißen auf Gullideckeln, als ob sie auf etwas warten. So wie wir gewartet haben, die Nacht Schattengewächse im marokkanischen Garten. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Wer schätzt es, vernetzt es, test es und text es. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Ich lauf durch die Welt, denk, dass alles perfekt ist. Wer schätzt es, vernetzt es, test es und text es. Yeah, MC René mit seinem neuen Album Ras Rasch am 7.10. Heute hier bei Rocket Beats TV, baby. Bonjour. Yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Yeah, läuft. Felix, tu nicht so. Du bist genauso aufgeregt. Ich hab mich tight gebackt. Alter. Yeah, tight gebackt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer niegelangen Ausgabe Bonjour live am Mittwochabend. Das war MC René. Yes, René. Ohne Scheiß. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Felix tut nur so, ich glaube, er ist auch aufgeregt. Bisschen, glaube ich. Geil, dass du am Start bist. Geht's dir gut, Mann? Ja, Hammer. Schön, hier zu sein. Ging direkt los bei dir jetzt hier, ja, ne? So muss es sein. So muss es sein. Direkt ins kalte Wasser. Ja, wie im Leben. Ja, passt ganz gut, dass du heute mit am Start bist, denn hier heute ist ja alles live, ne, Nils? Schön, dass auch heute du da bist. Heute ausnahmsweise schön, dass du da bist. Ja, ja. Wir haben uns doch gar nicht gesehen. Schön. Nein, schön, dass du da bist. Lange nicht gesehen, ne? Das lange nicht gesehen. Aber es ist echt praktisch, dass wir beide heute hier Bonjour live moderieren. Wieso denn das? Denn in Hamburg startet heute das Reeperbahn-Festival. Das heißt, Hamburg erstrahlt im Glanze der Musik. Auf Hamburg. Wir haben uns gedacht, wir wären nicht Rocket Beans auf Hamburg. Wir wären nicht Rocket Beans, wenn wir nicht versuchen würden, alle Künstler, die derzeit deswegen in Hamburg sind, einfach mal in ein Taxi zu
zu nicht treten. Alle, aber die Besten, die Crème de la Crème. Ja, das Taxi mussten sie dann selber bezahlen, aber trotzdem sind einige Leute echt hier am Start. Und was dürft ihr, was könnt ihr heute erwarten? Wir werden heute lustige Spiele machen, und zwar mit Bosse. Kein Scheiß, der Bosse ist am Start. Der Bosse ist am Start, ohne Scheiß. Ist am Start. Julian Williams ist am Start. Und MC René wird heute die Hausband gemeinsam mit Felixe erstellen. Und ey, da haben wir auch so ein paar andere Sachen am Start. Das haben wir auch noch. Aber heute sehr viel Musik, ey. Wie lange geht die Sendung? 4 Stunden? Ja. Mindestens. Nein. Heute eine XXL-Sonderausgabe. Ich glaube, wir müssen uns erstmal hinsetzen, glaube ich. Es ist auch viel zu heiß, um die ganze Zeit zu nehmen. Was für eine Sendung heute! Das ist wirklich verrückt. Der Chat ging gerade auch schon so ein bisschen steil. Ich musste selber mein Fanboyism reinholen. Ey, René! Ja. Wieso bist du hier? Ja, ich bin hier, weil ich irgendwie die Sendung geil finde und zufällig in der Stadt war. Und ich bin hier, um einfach neue Raps zu kicken und weil ich immer wieder gerne in Hamburg bin. Kennst du das? Promotion, Miles and Motion. Ja, ich war beim ersten Satz hängen geblieben. Das freut uns sehr. Mit dir aufgewachsen, mit deinen Freestyles aufgewachsen, mit Mixery aufgewachsen und jetzt bist du hier. Deswegen kurz Fanboyism. Jetzt ist gut. Jetzt geht's mir wieder gut. Sehr gut. Ja, ist alles okay? Nein. Starstruck? Bisschen, ey. Ich freue mich. Nee, wirklich. Du hast ein neues Album am Start. Ja, bei dir. Krass Rasch heißt das, nach meinem Nachnamen. Und ich war zum ersten Mal in Marokko. Mein Vater ist Marokkaner. Wir waren im April, Figo Brazilevic, der alles produziert hat, und ich. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, wie man den Namen richtig ausspricht. Weil in Marokko gab es früher keine Nachnamen. Also der Name El Khasraj ist auch ein Stamm. Und mein Opa Milut hat gesagt, ich will diesen Namen. Und von daher, hier bin ich und weiß mit 40 jetzt endlich, wie mein Nachname ausgesprochen wird. Von daher fand ich es bezeichnend, dass sich der Kreis so schließt. Weißt du? Echt? Ich habe immer gedacht, René wäre dein Nachname und MC ist dein Vorname. Ja, so das denken viele, aber manchmal will ich ja nochmal einen Ass im Ärmel haben, um nochmal was Neues zu erzählen zu haben, weißt du? Ja. Also guck mal, bei uns im Bohnen-Universum gibt es einige Leute, die sind halt mit dir aufgewachsen, mit gutem deutschen Hip-Hop, und dann gibt es halt Leute wie Nils, die sind mit Britney Spears aufgewachsen. Ja, das sind wir nicht alle ein bisschen mit Britney Spears aufgewachsen? How was I supposed to know that something wasn't right? Yeah. Ist ein bisschen gemein, ne? Pretty baby. War ein bisschen gemein. Wieso ist das nicht gemein? Das ist doch völlig in Ordnung. Ja, ist es. Nee, mal zu Britney Spears kann man auch stehen. Kann man. Habe ich früher häufiger gemacht. Ja. Wie schön, dass nur deine linke Augenbraue zittert. Tja. Leute, wir fordern euch ganz hochoffiziell auf, über das Hashtag Bonjour in Kontakt mit uns zu treten. Der Chat geht hier auch auf jeden Fall ordentlich steil. Schickt uns doch Fragen an das Hashtag oder in den Chat an den guten René oder auch an Julian Williams oder auch an Bosse. Die drei Gäste sind heute alle am Start. Das wird schön. Ne? Das könnt ihr schon mal machen. Hier, guck mal. Hier geht es schon steil. Seht ihr das? Hier. So. Ah ja. Ist das Britney Spears mit 6? Würde ob passen. Ob ich Silvester in Köln war als Halbmarokkaner. Ja klar, da waren wir alle. Ne? Oh Mann, ey. Sehr gut. Ach, ich freue mich auf die Sendung. Das wird schön. Und du bist auch so, wie du hier durch die Gegend tigerst, weil du so aufgeregt bist, weil wir nur umzingelt sind von fantastischen Musikern und guten Leuten. Ja. Es gab mal eine Realität, da hätte ich auch Musik machen können. Hätten wir beide Musik machen können. Wir haben auch Musikhits eigentlich im Internet. Welche denn? Tanne, zum Beispiel, stimmt, Tanne oder Penis. Können wir später vielleicht zeigen. Ja, zeigen wir später. Ey, René, magst du nochmal rüberflitzen? Magst du dich nochmal hier hinsetzen? Ja, gerne. Geil. Machen wir das doch nochmal. Schnacken wir noch ein bisschen. Möchtest du was trinken? Ja, genau. Ich hatte ja schon Bier. Bier und Wasser. Komm einfach rüber. Möchtest du noch was anderes? Ich hoffe, man kann dich hier dich hören. Yeah, mic check, 1, 2. Ja, was? Ist das so? Das so gerne. Ich bin das mehr gewohnt, weißt du, so zu sprechen, als jetzt gut. Mit so einem In-Ear-Set oder so. Ja, das ist auch Quatsch. Wir haben schon einige Urgesteine des deutschen Hip-Hops hier am Start gehabt. Taktlos zum Beispiel war auch mit am Start. Das war ein sehr erfolgreiches Interview. Hast du das mal gesehen, das Interview? Das beste Interview. Also Taktlos gibt die besten Interviews, die ich kenne. Also das war eigentlich ein brillanter Moment in der Fernsehgeschichte. Ja, also wirklich war. Ich gucke mir das immer gerne noch an. Ich kenne das alte Interview von der Sendung, die Falk Schacht moderiert hat, Supreme. Das ist ja legendär von Taktlos. Ja, aber es ist ungefähr... Over. Na, also es verhält sich zu unserem Interview ungefähr wie die 7 Tore von Deutschland gegen zum 1 Tor von Brasilien. Was ist was? Unser Interview sind 7 Tore. Taktlos hat uns vernichtet. Ja, das so ist er. Vernichtet, ey. Wie oft bist du auf der Bühne? Eigentlich jetzt wieder relativ oft. Ich war ja fast 4 Jahre ohne festen Wohnsitz, nur mit der Bankcard 100 unterwegs. Das ist so eine Art Harpe Kerkeling des Rap, so ich bin da mal weg. Und irgendwie wollte ich erst 1 Jahr eine Auszeit nehmen, um einfach irgendwie mich vom Ballast zu befreien. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, ein Buch darüber zu verfassen. Alles auf eine Karte, wir sehen uns im Zug. War dann nochmal 2 Jahre auf Lesereise.
Und irgendwie ging der Bumerang wieder zurück zum MCing, wo ich ja eigentlich auch herkomme. Und darüber bin ich natürlich glücklich. Aber es war halt auf jeden Fall eine lange Odyssee und so. Ich habe die Story damals gelesen, als ich auch in der Bahn unterwegs war mit meiner pöbeligen Bahncard 50. Yeah. Und da war ein Bericht von dir in diesem Bahnmagazin. Ja. Und dass du die schwarze Bahncard hast und da durch die Gegend tingelst mit dem Zug und so. Hast du da auch manchmal im Zug gepennt? Ja, kam oft vor. Also ich muss aber auch sagen, ich habe es auch manchmal so ein bisschen drauf angelegt. Es war so auch so ein gewisses Selbstexperiment. Was passiert? Wo werde ich heute Nacht landen und so? Und ich kam mir so ein bisschen so Eddie Murphy-mäßig vor, so yeah, mal gucken, was geht. Ich wusste ja, dass die Konsequenzen sein könnten, dass ich nicht weiß, wo ich penne. Du sagst Eddie Murphy-mäßig, weil du auch Stand-up gemacht hast. Ja, ich habe Stand-up gemacht. Ich wollte etwas machen, was fernliegt von der, also was jetzt nichts jetzt mit dem reinen Rappen zu tun hat. Damit ich irgendwas habe, was auch in der Nähe ist. Ich wollte halt nicht mit dem Rappen was zurückkommen, sondern mich auch in gewissem Maße einer gewissen Lächerlichkeit preisgeben und einfach etwas machen, wovon ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Ich war zwar Stand-Up-Comedy-Fan und ich habe gemerkt, am Ende war es lustiger, über den Versuch, Stand-Up-Comedian sein zu wollen, zu sprechen und dabei zu versagen, als wirklich ein echter Stand-Up-Comedian zu sein. Und ich habe auch großen Respekt, weil es gibt so viele verdammt gute Leute, auch mittlerweile in Deutschland. Und letztendlich hat mich das wieder zum MC zurückgebracht. Und als ich dann über meine Fails gesprochen habe, also über die schlimmsten Auftritte, da war es auf einmal lustig. Ja, das ist wie als wirklich den Gag immer zu suchen. Ja, so. Ja, super. Das ist wie bei uns. Wir wollen Sender sein, Fernsehsender. Und sind, glaube ich, auch gerade an dieser Schwelle von, ja, lass uns doch mal wieder zurück zu Oldschool und einfach mal Counter-Strike zocken. Lachen in die Kettensäge. Ja, ungefähr so. Ey, René, du bleibst noch am Start. Ich bin am Start, ja. Genau, wir schnacken gleich noch weiter, ja, du performst immer weiter. Ja, du bist ab jetzt all-time immer eingeladen, Houseband zu machen, auf jeden Fall. Danke. Wir haben aber noch so viele andere Gäste, deswegen schicke ich dich einfach mal ganz Ich gehe mal wieder rüber. Ich steppe mal wieder hier. Yes, danke sehr. Mein Mikrofon ist runtergegangen. Ist runtergegangen? Du hast sehr, sehr schlaue Fragen gestellt, Nils. Eben gerade im Interview? Ja, jetzt gerade eben. Wieso das denn? Nee, hast du gut gemacht. Hast ganz fantastisch gemacht. Wir fordern immer noch die Leute auf, Fragen zu stellen. Ja? Das macht überhaupt keinen Sinn, was du gesagt hast. Nun, Quantenphysik, René. Wir beide haben ja Quantenphysik studiert. Was denkst du, die Zerfallrate der Elementarteilchen im lauwarmen Raum nach Gregoritsch. Sehr gut. Du hast dich informiert. Viel Bild gelesen, ne? Das ist korrekt. Ja. Ach Mann, ich wollte eigentlich nur überleiten, charmant, und euch nochmal die Chance geben, Fragen zu stellen. Du bist so an mega MCDD, nervös. An Bosse. Setz dich doch mal hin. Als auch was ist an denn da los? Nächsten, ich bin aufgeregt. Oh, das habe ich dich ja noch nie erlebt. Was ist da los? Aufgeregt. Ganz ruhig. Viel los. Ganz ruhig. Alles gut. Magst du unseren nächsten Gast, unseren nächsten Act sagen? Das traue ich mich nicht. Ein bisschen atmen. Hier. Ich gebe dir die Karte mit allen Informationen. Nein, du musst das jetzt. Guck mal, wie viel Informationen wir über ihn haben. Ja, das ich muss mal ein bisschen durchlaufen. Das ist das Album. Ja. Oh, das sieht. Julian, du siehst sehr beeindruckend aus auf diesem Album. Bisschen wie Tupac, aber mit 20 Kilo mehr Muskelmasse. Tolles Kompliment, aber es tatsächlich sieht nur so auf dem Bild. Sauber. Jetzt. Also Julian, ich will mal ein paar Sachen. Was haben wir denn hier aufgeschrieben über dich? Deutschsprachiger Soul-Sänger und Songwriter mit Wurzeln in den Vereinigten Staaten. Dein Vater ist nämlich auch quasi mit der Musik verheiratet. Macht auch R&B. Ne? Nein, mein Vater ist Rocker. Rocker? Hat so Bands gegründet wie Rottgauer Monotones zum Beispiel. Hat damals mit Frank Farian, also was heißt mit Frank Farian, also in den Red Light Sessions für Farian Ghost produziert oder anderem auch. Mhm. Hat er mir das erzählt. Hat in Frankfurt sehr viel gemacht, dieses Studio-Line von L'Oreal. Das war dein Vater? Genau. Und Ronnys Popshow nicht, also oh. Ron Williams Vorgänger war mein Vater, Ronnie D. Williams. Wir heißen auch beide Julian, die Söhne. Julian Williams. Also ja, mein Vater ist mein Vater. Sehr gut. Und Gott hab ihn selig. Und du bist du. Und Julian, wir werden dich jetzt erstmal performen hören. Du hast einen Track mitgebracht. Wir freuen uns sehr. Narben. Und so ist es also. Julian Williams hier jetzt am Start. Bitteschön, hey, Leute. Hey. Da ist er. Mein erster Traum, ich hielt ihn fest. Auf meiner Haut wurde er echt. Ich war erst 13, ich wollte hier raus, weg von zu Haus. So inspiriert von meinen Helden, den Visionär, Poet, Rebellen. Und diesen Schriftzug stach ich fest, mein Manifest. Hab keine Angst, schrie in die Nadel, auf
Leinwand, das bin ich. Siehst du hin, siehst du mich? Sie geben Schutz an dunklen Tagen. Ich trage sie die schönsten Male. Auf meiner Leinwand, das bin ich. Und diese Federn tragen mich. Meinen Namen, deinen Namen. Jedes Mal gehört zu dir. Jede Farbe, jede Narbe. Unsere Rüstung ist bunt verziert. Und ich trage auf den Namen, diesen Namen buchstabiert. Meine Liebe, mein Tattoo. Bunte Tinte bis aufs Blut. Rudy, vergessene Welt. Von Kind zu Mann mit Sternen ließ vergangenes Bilder werden. Doch meine Leinwand schien noch leer, sie schrie nach mehr. Ich liebte Farben schon als Kind, ein bunter Mann im Spiegelbild. Wollte ich werden, suchte Freiheit, stach mir Federn. Keine Angst, schrieben die Nadeln auf meiner Haut in bunten Farben. Und meine Leinwand, das bin ich. Siehst du hin, siehst du mich? Sie geben Schutz an dunklen Tagen. Ich trage sie die schönsten Male. Und meine Leinwand, das bin ich. Und diese Federn tragen mich. Meinen Namen, deinen Namen. Jedes Mal gehört zu dir. Jede Farbe, jede Narbe, unsere Rüstung ist bunt verziert. Und ich trage auf den Namen, diesen Namen buchstabiert. Meine Liebe, mein Tattoo, bunte Tinte bis aufs Blut. Meine Narben, deine Narben, jedes Mal gehört zu dir. Jede Narbe, jede Farbe, unsere Rüstung ist bunt verziert. Und ich trage auf den Namen, diesen Namen buchstabiert. Meine Liebe, meine Haut, bunte Tinte füllt sie aus. Wahnsinn! Alter, magst du kurz rüberkommen? Oh. Wahnsinn, ey. Alter, Wahnsinn. Gänsehaut oder was? Ich hab gerade einen Chat geguckt, ne? Der Chat feiert dich. Der Chat ist immer sehr kritisch, Julian, aber bei dir sagt der Pablo Corleone schreibt, die beste R&B-Stimme aus Deutschland. Sorry, Xavier, danke, and I do just say, steht hier. Xavier, mein Bruder, alles gut. Viele andere coole Sachen noch, die über dich da stehen. Danke, das ist echt Wahnsinn. Ihr da draußen, vielen Dank. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil jetzt hier auch unter anderem auch René da ist. René, wir haben uns jetzt 20 Jahre lang nicht gesehen. Ich weiß noch, wir haben bei Azad damals gesessen und da habt ihr getextet und ich habe hinten rumgesessen, an der MPC rumgeschraubt und so. Schöne Zeit. Echt? War das. Vor 20 Jahren habt ihr euch... Ja, 97 war das. Das kann fast 20 sein, ne? Mit 97. Sherry noch und so. Ja. Das war die Zeit, als du angefangen hast, ne? Also du hast mit 17 quasi fing deine Karriere an. Du hast Zivildienst gemacht. Genau, und da wurde ich dann rausgekauft. Da wurde es rausgekauft, ne? Und ich hatte keine Ahnung, dass das geht. Deswegen habe ich volle 11 Monate lang meinen Zivildienst gemacht. Sonst hätte ich natürlich auch. Wie viel hat das so gekostet? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube so um die 8.000 bis 15.000 Mark. Alter! Na gut, okay. Dann hätte ich meinen Zivildienst zu Ende gemacht. Ich habe gedacht, vielleicht 10, 20 Euro. Also das war natürlich auch, vielleicht mache ich, also jetzt ist es verjährt. Ja. Jetzt habe ich hier Leute in die Predulie gefahren. So, jetzt kann ich es ja sagen, ich bin Zivildienst, Ordnungsamt, jetzt musst du es jetzt nachholen. Das ist echt schade, was man alles mit Geld machen kann. Ja, das stimmt. Wenn man es nicht hat, ist es natürlich... Ja, aber dann ging deine Karriere richtig steil. Also du hast direkt die großen Bühnen bekommen. Also deine Stimme hat dich da direkt hingetragen. Ohne Umwege. Wie war das, weg vom Zivildienst hin auf einmal sofort irgendwie in der Szene zu sein, Star zu sein? Wie ist dieser Sprung zu bewältigen für so einen jungen Mann? Ich war ein Baby. So, und du hast vollkommen recht. Es ist outlandish, außerirdisch, diese Szene, dunkel und gemein und niederträchtig im Nachhinein. Also ich bin jetzt mit einem jungen, erwachsenen Alter an einem Punkt, wo ich mir denke, okay, ey, ich bin da raus 20 Jahre oder ich bin jetzt 20 Jahre dabei mit einem lächelnden und einem weinenden Auge. Mhm.
Sehr schwer. Ich möchte jedem jungen Künstler da draußen auf jeden Fall das ans Herz legen. Macht das, macht erst eure Schule vorbei, fertig und macht das richtig. Mit 21, 22 kann man immer noch die Großkarriere starten. Die rappt alle, singt alle. Ich bin ein großer Fan davon, dass ihr das auch könnt wie ich. So, oder wie René oder andere Leute. Es gibt genug zu essen für alle. Es gibt leider in Deutschland nur 2000 Künstler von 82 Millionen Leuten. Echt, ist es so? Wie kommst du auf die Zahl? Wer erhebt denn das? Ist eine Zahl. Ja? Ja. Ja, ey, das ist so. Also meinst du auch Leute, die damit ihr Geld verdienen? GEMA, oder? 2000 Künstler. Ah, okay. Mhm. Ja. Dabei ist GEMA. Und es gibt genügend für alle. Also es ist tatsächlich, also es gibt so viel, es passiert so viel im Untergrund und in also ich, wenn ich in die Kommune schaue, ich bin viel auf dem Fahrrad unterwegs, ich bin gleichgesinnten nah und interessiere mich für Menschen. Und dementsprechend bin ich in der Kommune und gucke und inspiriere mich und interessiere mich für neues Talent. Und es gibt so viel. Wir haben so viel gelernt und wir haben echt sowohl René als auch ich so viel für Hip-Hop und für urbanen Sound hier getan. Und die Früchte sind unglaublich. Also ja, ich bin echt stolz. Also auch wenn das ein negativ behaftetes Wort ist, bin ich echt stolz auf die urbane Szene und die Möglichkeiten und die die Inbrunst und das Talent, was hier in Deutschland auf jeden Fall gibt. Also. Kommt es wieder? Also es gab eine Zeit lang irgendwie, da war die deutsche Musikszene ja so ein bisschen verschrien, zu aggressiv. Der Markt hat sozusagen, eigentlich wollten alle nur noch Geld verdienen und nicht mehr die Kunst machen, sag ich mal. Bei euch beiden weiß man das, dass ihr Bock auf das Gefühl habt. Yeah. Vergessene Welt, wir haben Narben gerade gehört, Alter. Viele andere. Also ich habe ja in meiner Karriere, ich habe damals eine leider habe ich René nicht drauf bekommen, aber eine Platte gemacht für den Frieden. In der Hip-Hop-Szene, weil ich halt im Hintergrund sehr, sehr viel, weil ich von einem Rap-Label komme und auch aus einer Rap-Kollabo mit 16, wo ich gebeatboxt habe. Ich habe bewusst nicht gerappt, nicht weil ich es nicht kann, sondern weil ich eher gebeatboxt habe oder meine Inspirationen waren halt Gesang. Was R&B ist ein Teil von Hip-Hop, es kommt alles von Gospel, dem Blues, dem Light, der Light-Kultur. Die wir in vielen verschiedenen Facetten auch hier in Deutschland haben, genau um die Ecke. Also wir müssen nicht nur in die Länder gehen, wo, ja, wo ich habe heute gehört, bei darf ich Viva Con Agua haben wir uns heute. Ja klar, hallo, Viva immer. Tolle Sache. Ach, Grundrechte, Wasser, gerne auch ein Bier. Wasser nehme ich auch, aber Bier nehme ich auch, weil dieses so du schön trinkt. Want something to drink, dude? Nee? Okay. Bitte schon einmal dein Bier. Vielen lieben Dank. Es gibt ganz viele gute Sachen, die man unterstützen kann. Und dies unterstützen heißt hier in Deutschland, und das ist unter anderem auch die Kunst. Also ich meine, ich glaube fest daran, dass wir eine Änderung in der Musik in der Deutschen bekommen, wenn wir anfangen, Künstler, Dichter und Denker wieder ernst zu nehmen und die BWLer die BWLer sein lassen. Aber ich glaube, BWL kastriert uns Künstler hier in Deutschland. Und ich glaube, das ist ein Diskurswert. Ich kann das unterschreiben, was du sagst. Ich habe versucht, zwei Semester auf Rocket Beans, auf Bonjour, auf René, ja, auf Mann, Rudy, ja, auf den Kameramann. Alles sehr, sehr geil hier. Open Bar. Ja. Nils hat mal BWL studiert. Ja, das war nicht gegen BWLer, ne? Nein, überhaupt nicht gegen BWLer, aber die Leute sind scheiße. Nein, finde ich auch nicht. Also ich finde nur, es gibt physisch und metaphysisch. Und das gehört zusammen. Und das ist halt einfach diskurswert. Es ist tatsächlich, also es ist nicht nur Verschwörungstheorie, die Metaphyse, sondern es ist tatsächlich ein Raum zwischen uns. Und wir binden den Raum durch unsere Energie. Also wenn wir sterben, sind wir weniger. Wiegen wir weniger. Du meinst zum Beispiel, dieses Ding, dass, also was wiegt die Seele? Nein, das auch. Ja. Aber wir connecten gerade. Ohne, also wir sind Klangkörper und wir connecten erst durch Klang. Also auch Sprachen sind, also da, wo wir herkommen, vergessene Welt. Also jetzt nicht nur, also ich weiß, was es wurde erst gesungen und gesprochen. Also wir sind Klangkörper. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe kein gutes, tut mir leid, ich bin jetzt nicht so wortgewandt oder so schnell jetzt im Kopf, dass ich sagen würde, okay, ich habe jetzt ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Genau. Ich denke auch manchmal Englisch und Deutsch, könnt ihr jetzt beides reden. Du kannst auch mischen, das ist okay. Yeah, dude, let's fucking speak English, dude. Let's be superficial fucking dude. Nee, also das ist auf jeden Fall, es ist tatsächlich so, dass wir über unsere Fühler, ja, also die zwischen uns halt sind, stimmlich, also meine Stimme und deine Stimme, die connecten
irgendwie im Zwischenraum und dann passiert ganz viel. Also gute Künstler schaffen das auf jeden Fall. Und wenn du BWLer Musik machen lässt, dann glaube ich, geht es eher darum, nicht zu connecten, sondern um vielleicht schneller die Mark zu machen. Ja, ich glaube gar nicht, dass sie so viel unbedingt Musik machen. Ich glaube, das ist so ein Geistes, ein Konstrukt, das gewisse Sachen nicht zulässt. Auch gewisse Freiheiten in der Sprache oder also ich habe neulich ein Interview gehabt und da war es so, also ein Kind kann alles, wenn es geboren wird. Aber es verliert alles, verlernt alles durch emotionale Verkrüppelung. Das heißt, es Autofahren kriegt gesagt, kann es nicht, noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Väter seid, yep. Aber die Sache ist, das ist auch verpönt, Gott segne dich. oder also ich glaube an den universalen Gott und ich hoffe, dass, also ich freue mich darüber, wenn weil das ist ja unsere Berufung, ja, also so werden wir vollkommen, indem wir uns weiter fortpflanzen. Zurück zu dem Kind. Das Kind malt, wenn dein Kind ein Bild malt, dann können wir jetzt zu 20, ist es egal. Ja. Und wenn es ein Strich ist, ist es das schönste Bild der Welt. Und wenn du diesem, egal. Es ist immer das Schönste, auch wie es singt, alles unterstützen. Das stimmt. Sobald man dem Kind sagt, das ist schlecht oder es zu sehr lobt, ist das ein Problem. Also einmal, wenn du dem Kind sagst, es ist schlecht, wird es wahrscheinlich nie wieder malen. Und dann hast du vielleicht dazu beigetragen, dass dieser wunderbare Van Gogh oder wer auch immer, Dali, ist vielleicht beschränkt wurde oder erst mit 30 so weit kommt. Oder nie. Ja. Und wenn du es so viel lobst, dann wird es arrogant und arbeitet nicht mehr an sich oder was? Oder ist es, es ist hochsensibel und dann ist es einfach Lob, ist auch sehr viel, wiegt sehr viel auf uns. Das heißt, wenn du gesagt bekommst, ihr seid die besten Moderatoren oder die beste Stimme Deutschlands. Das ist wie so ein, ich nenne es jetzt mal unvorsichtig, ein Dritte Reich Plakat, was du ein Stern in Anführungsstrichen, ja, und du musst jetzt dazu stehen, ein Druck, der du musst der das von jetzt verkörpern. Ja, war vielleicht ein falsch, also ich weiß nicht, was du meinst. Also sehr viel die davon, Leute, die Erwartungshaltung ist natürlich riesig. Die Leute sagen dann, du bist die beste Stimme Deutschlands und dann nur weil wir aus dem Äther kommen und weil wir aus dem Äther jetzt mit den Leuten sprechen und mittlerweile jetzt über Internet irgendwie Kontakt haben. Ist ja das Schöne an Facebook auch. Mittlerweile sind diese ganzen Grenzen weg. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Facebook-Werbung machen. Gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir gehen auch kacken. Und nicht nur eins, sondern wir gehen richtig kacken. Stinkt dann auch und so. Ja? Richtig also, kacken. Und nur weil es jetzt nicht im Fernsehen oder im Äther toll aussieht, ist es so, das sind immer noch Menschen. Aber die meisten wir sind alle derselbe Mensch irgendwie. Die meisten Leute, also jeder kackt auf jeden Fall, aber nicht so viele Leute haben so eine schöne Stimme wie du. Das musst du dir sagen lassen. Wir sagen nicht, dass du der krasse Sänger bist, aber heute Abend, was du hier gemacht hast, hat geklappt. Vielen Dank. Hat auf jeden Fall, ist alles angekommen. Leider musst du schon wieder loszischen. Ja, ich möchte nicht überziehen. Es waren eigentlich nur 5 Minuten, ne? Aber das ist so spannend. Grüße an René, Grüße an euch alle da draußen. Ist geil. Wir fahren zum Zug gleich. Wir fahren zusammen nach Hause. Ich hau ab. Danke, Jungs. Das ist schade, dass du schon wieder gehst. Hoffentlich bald wieder. Sehr gerne. War mir eine Freude. Am nächsten Album. Danke, Jungs. Ja, auf jeden Fall. Bitte. Tschüss, Williams. Alter. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Ich glaube auch. Oder? Ich glaube auch. Wenn ein Mensch sein Leben lang über Themen nachdenkt und dann hat er 2 Minuten Zeit, diese ganze komplexe Gedankenwelt hier einmal auf den Tisch zu legen, dann muss man das als Empfänger erstmal hier ordnen und häppchenweise verdauen. Ich glaube persönlich, das hier wird euch ein ziemlich gutes Bild darüber geben, was das alles, was er gerade gesagt hat, in einer anderen Form, nämlich in Gesangsform, und wir haben gehört, wie krass das ist, das wird euch auf jeden Fall glaube ich, ein bisschen weiter erklären, was Julian damit alles gesagt hat. Vergessene Welt. Das Album mit am Start. Krass. Weißt du, was ich finde? Ich finde Musik, ne? Ja. Du kannst ja, wenn du einfach die kompliziertesten Sachen sagst, dann musst du das Wort so nehmen, wie es da trocken Brot auf dem Tisch liegt. Aber wenn du singst, dann kannst du dieses Brot beschmieren mit Emotionen. Und dann gleitet es viel leichter die Speiseröhre hinunter. Schön. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht hättest du singen sollen, damit ich es auch verstehe.
Ist so. Ja, aber vielleicht kann unser nächster Gast, der macht das nämlich. Und der macht das mit fucking Bravour. Echo 2016 habt ihr hoffentlich alle mitbekommen. Da gab es einen Stinkefinger und eine Zeile. Es gab sogar zwei Stinkefinger, glaube ich. Waren es zwei Stinkefinger? War das nicht nur einer? Die anderen haben die Gitarre gehalten. Nein, es war nur ein. Aber wir müssen uns das gleich selbst mal erklären lassen. Kann er uns vielleicht auch wirklich selber erklären? Und ey, Schlag auf Schlag, MC René, Julian Wims und jetzt hier bei uns im Studio, kein Scheiß, Bosse! Bosse, komm rein! Bosse! Danke, Jungs. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das finde ich fantastisch. Das ist super, super Sache. Lustig. Das ist so lächerlich. Ey, Gunnar meinte so, ja, Jungs, ey, und dann kommt auch noch Bosse. Na, ich muss mal sagen, das war ein bisschen komisch. Gunnar hat mich vor zwei Tagen angerufen und er war irgendwie, schläft er gar nicht gut? Kann das sein? Nee. Gunnar, also der muss ja Bonjour machen und das macht ihn fertig. Der wirkte total fahrig und war irgendwie so, Bosse, kannst du kommen, ein bisschen singen? Der ist auf Koksentzug. Ich sag, Gunnar, wie redest du mit mir? Bosse, hallo, ich bin Professor Bosse. Du bist wirklich Professor Bosse. So viel Zeit muss sein. Oder wir können das, normalerweise sagt er ja Uke zu mir oder du oder ey oder sowas. Oder, ne. Ich wusste nicht, was mit ihm los war. Dann sagt er, Uke, kannst du ihm was singen? Kannst du ihm kommen? Ich sage, klar kann ich was singen. Das ist ganz interessant, weil da wollte ich jetzt eh mal drüber sprechen, weil ich singe jetzt ja auch und ich gehe auch bald auf Tournee. Und deshalb fand ich das ganz gut. Ich habe gedacht, Bosse, also der. Bosse? Ja, Bosse. Professor Bosse, das bin ich. Und es ist ja so, ich erkläre euch das mal ganz kurz. Es ist ja schön, ich finde das auch gut, dass wir auch mal ein bisschen connecten können auf diese Art und Weise. Hier Gunnar, schalt mal auf die Regie. What the fuck? Lass uns mal kurz connecten. Kannst du dich einmal zeigen? Was ist denn jetzt das Problem? Gunnar, du hast mir eine komplette Gästeinfo ausgedruckt und jetzt kommt Uke oder was? Ja, was? Alles für den Gag oder wie? Ich verstehe gerade das Problem nicht. Also, es ist ja so, ja, viele Leute behaupten ja, dass Olli Schulz so ein bisschen aussieht wie ich. Ja, hab ich auch schon mal. Ja. Genau. Wenn du also Gitarre spielen könntest, Hast du sogar nicht mal in einem Podcast von dir behauptet, dass sie... erkläre euch das mal. Also ich habe dann mir so gedacht, okay, der ist jetzt auch sehr beliebt. Ne? Und vielleicht kann man da ja so ein bisschen... Man weiß, also ich habe jedenfalls gedacht, der geht auf Tournee. Die Tournee ist immer ausverkauft. Du kriegst keine Karten mehr dafür. Wie wäre es denn, wenn ich auf Tournee gehe, seine Lieder cover und zufälligerweise immer in derselben Stadt bin? Aber, und hier, ich gebe es ja zu, ich kann ungefähr, also ich kann jetzt nicht besonders gut singen, ich singe ungefähr ein Fünftel so gut wie Olle Schulz, deshalb kostet es bei mir aber auch nur ein Fünftel so viel Eintritt und die Leute haben auch nur ein Fünftel so viel Spaß. Ich finde, das ist ein fairer Deal. Das ist ziemlich guter das macht, Deal. Das ich kann, gut. Also mich hast du. Das, ja. Siehst du? Ja, deshalb, ich wollte das mal kurz promoten, also ne, das, demnächst kommt das Ding raus, ich wollte auch ein Album aufnehmen, einfach Bosse singt Schulz. Ich glaube, das könnte ganz gut auch. Bosse singt Schulz? Ja. Hast du den mal kennengelernt? Ja, es ist so wie Johnny Cash, der Gunther Gabriel, der singt ja auch Johnny Cash. Ja, weißt du, da muss man auch mal einfach... Das stimmt. Ne? Oder Peter Kraus singt Elvis. Aber du bist auch schon Professor, willst du jetzt... Naja, man muss ja auch mal sehen, wo man bleibt. So, ihr habt auf die BWLer geschimpft, das nächste sind die Akademiker. Aber findest du das nicht ein bisschen asozial, dass du auf so vielen verschiedenen Gebieten arbeitest und auch brillierst, also du bist Professor, du bist Moderator, du bist Werbeikone, du bist Redaktionsleiter, jetzt bist du auch noch Sänger. Naja, das Ding ist, ich will ja auch gerade gar nicht brillieren, also ich kann ja gar nicht singen. Willst du ein Fünftel brillieren? Ja, ich will so ein bisschen, also ich will einfach auch mal mitmachen. Aber das Ding ist, ich habe tatsächlich so einen Cousin von mir, der singt so ein bisschen. Ich hab ja relativ viele Verwandte, den habe ich mitgebracht. Ich dachte, der möchte auch mal wissen, wie das so im Fernsehen und so ist. Noch mehr von dir jetzt, oder was? Naja, also ein Verwandter von mir. Den hast du jetzt dabei. Ich habe den einfach mal mitgebracht, der kannte das hier noch nicht mit Fernsehen. Ich sage, komm, ich bring dich mal hin. Also er kannte Rocket Beans TV jetzt auch nicht. Ich sage, das ist, wenn du mal ins Fernsehen willst, da fangen wir einfach mal klein an. So, das ist so hinten in so einer Garage. Dann siehst du später, wie es richtig funktioniert. Mhm. Vielleicht, Axel, hast du Bock? Hier, das sind hier... Was ist da los? Hey, du bist ja doch da. Das gibt's doch gar nicht. Ihr seid doch kacke. Hallo, Axel. Ihr miesen Schweine. Das hier Fernsehen. Das ist Bosse. Bosse. Und Bosse. Oh, es wäre so schön, wenn du die... eigentlich können wir das echt mal machen, dass du es einfach durchziehst und dann kannst du immer die ganzen Morningshows für mich machen. Ja, klar. Du aufstehen. Bin ich nicht dabei. Das ist genauso. Ach, das. Ich könnte auch ein bisschen verwandt sein, ne? Na, wir haben heute festgestellt, oder ich habe heute festgestellt... Bosse, ganz kurz, was wollt ihr trinken? Ich nehme leise. Haben wir noch einmal leise, bitte? Nee, nehme ich laut. Ist ich nehme Alkohol. Wasser, du nimmst ein Bier. Du kommst aus Salzgitter, nämlich? Nein, ich nicht. Mein Opa kommt aus Salzgitter. Ja. Und er kommt ja aus Braunschweig. Jo. Das ist echt ein tiefer Braunschweig-Fan, habe ich gelesen, auf jeden Fall. Ja, aber ich einmal bin auch gerne Pauli. Also ich habe da so... Ja, ja, du machst... das passt doch zu dir. Beides gern. Krass. Ich meine,
Uke, ich weiß, es geht eigentlich um dich, aber lass ich würde gerne deinen Cousin mal ein bisschen fragen. Ich möchte kurz connecten. Wollen wir kurz tauschen? Dann kannst du ihn noch besser mit ihm connecten. Leise kommt gleich, ne? Leise kommt Achso, danke, das wäre auch so gegangen. Alter, oder willst du ein Bierchen? Nee, Bier geht nicht. Geht nicht. Ich bin so hart auf Medikamente immer. Nein, Quatsch, nee. Prost. Ja, würde Prost. Zu Uke passen, vielleicht liegt das ja in der Familie. Das weiß man. Auch Medikamente, deshalb trinken. Aber guck mal, Prost. Der hat doch noch gar nicht getrunken. Nee, das kannst du haben. Davor, ne? Er hat noch nicht dran genuggelt. Also es ist wirklich Meter. Freut mich, Meter Füße. Super. Aki, alter Schwede, abgefahren. Erste Frage, die wichtigste Frage. Ja. War es ein oder zwei Stinkefinger? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, beide, ne? Also BAM! Waren das beide? Ich es waren beide. Ja, wusste ich doch. Wenn, dann richtig. Ich war in dem Moment, war ich dann beim Echo, als ich den herausgeholt habe, es war eben nicht geplant, hatte ich eben die ganze Zeit, davon habe ich sogar geträumt, den Kameramann, der vor mir stand, ein geiler Typ mit so einem, also einem Pferdeschwanz, etwas älter, so ein alter Rocker irgendwie, und der hat so dahinter gestanden, hinter seiner Kamera. Hat so gemacht, indem ich alles gemacht habe. Und so. Und von dem habe ich dann wirklich noch so ein, zwei Wochen lang, habe ich vor dem geträumt, weil ich es so süß fand. Und ich, genau, das war der Einzige, den ich angeguckt habe bei der Aktion. Das war die Kamera und dahinter der Typ, der... Ja. Hammer, ey. Ja, ein geiler Typ. Ich weiß gar nicht, ob man dich noch großartig irgendwie erklären muss. Du bist seit Ewigkeiten in Deutschland unterwegs, ultra erfolgreich, stehst immer für die richtige Sache ein. Nicht zuletzt eben durch die Echo-Nummer. Pauli ist gerade eben auch schon gefallen. Ja, Pauli machen ja alles richtig. Das, bei denen ist eben einfach so, mal abgesehen davon, dass die jetzt ein paar Spiele verloren haben und es bestimmt wieder bergauf geht, ist es eben einfach ein Verein, der irgendwie für Fairness und Empathie steht, ne? Ja. Und für... und für all die guten Dinge. Und da könnten sich einige Vereine echt noch mal ein Scheibchen abschneiden. Aber ich habe so das Gefühl, es passiert gerade im Fußball, dass die langsam, auch mal so ein bisschen aktiv werden. Naja. Ich glaube, so langsam passiert das auch in der Medienwelt, glaube ich. Du wolltest dir das ja mal heute angucken. Dein Cousin hat dich ja hier mit hingeschleppt. Danke nochmal, Alter. Das bleibt auch, Aki. Wir müssen tatsächlich kurz in die Werbung gehen. Wir sind gleich wieder da mit Aki, mit Uke. Aki. Und MC René sind noch am Start. Bleibt auf jeden Fall dran. Bonjour. Wunderbare, großartige Sendung heute Abend. Bis gleich. Bis gleich.